Heute freue ich mich ganz besonders, das Mercat Municipal de Santa Catalina vorzustellen. Ja, im Santa Catalina Viertel kann man nicht nur gut feiern und essen gehen, sondern man kann hier auch, jetzt hier der Weg dorthin, man kann auch wunderbar kulinarische Köstlichkeiten auf Mallorca hier erwerben oder kann sich verwöhnen lassen mit leckeren Drinks oder auch typisch mallorquinischen Speisen. Also ich bin in großer Vorfreude, endlich mal dieses schöne, ja, Lokal, wie soll ich es nennen, diese Markthalle vorstellen zu können. Wir haben wunderschönes Wetter auf Mallorca, schon heute kurz vor Mittag, um die 20 Grad, also wir können zufrieden sein, traumhaft schön. Zunächst einmal der Weg und dann geht's los mit den kulinarischen Köstlichkeiten. Parken hier kann man eigentlich lieber nachlassen, weiträumig ausweichen irgendwo oder ein Parkhaus suchen hier in der Nähe, irgendwo, wo man auch sein Auto entspannt abstellen kann oder mit dem Bus nach Palma fahren und dann dieses wunderschöne Lokal aufsuchen. Es gibt mehrere Eingänge, ich gehe immer mal hier irgendwo rein und raus, an jeder Ecke ist ein Eingang. Alles ist hier zugeparkt. Ja, es ist natürlich auch viel Lieferverkehr, der hier anfällt. Hier geht doch richtig was durch. Und was es da im Einzelnen zu erwerben gibt, das werden wir gleich sehen. Thank you.
genug der Worte, jetzt geht's endlich hier hinein. Es gibt hier Obst, Gemüse, es gibt hier Blumen, Fleisch und Fisch, Sorten aller Art. Es gibt hier einen Weinhandel, Gewürze. Diese Atmosphäre muss man einfach mögen. Das ist übrigens nicht nur für Einheimische interessant, sondern auch für uns Touristen. Es ist hier ein bunter Mix an Menschen unterwegs. Die Leute, die hier arbeiten in der Gegend, entweder handwerklich oder im Büro. Du kannst hier irgendwo deine Köstlichkeiten zusammensammeln und kannst sie an einen Stand bringen und sie dort braten lassen. Grillen, wie auch immer, auf jeden Fall zubereiten lassen. Alles frisch. Merkat Municipal. Merkat heißt Markt, das ist ziemlich klar. Municipal, die Gemeinde. Gemeinde, also Santa Catalina. Ich werde mir hier gleich eine leckere Speise zubereiten lassen. Diese Chance muss ich nutzen. Thank you.
spanische Schnittblumen. Hier gibt es frischen Fisch. Es macht schon viel Spaß, sich hier so erstmal zu orientieren und dann später sich für eine Sache zu entscheiden. Die Preise hier durchaus bezahlbar, nicht übertrieben. Man weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo man sich zuerst für entscheiden soll. Am liebsten würde ich von Stand zu Stand gehen und mich überall einmal durchprobieren. Jede Menge mallorquinische Weine, fein säuberlich aneinandergereiht, in Hülle und Fülle, Weißwein, Rotwein, Rosé. Ich gehe zwischendurch noch mal einmal kurz raus. Also zu jeder Seite gibt es einen Ein- und Ausgang. Und jetzt habe ich mich einmal durchgerungen, eine kurze Pause einzulegen. Es gibt frischen Fisch, es gibt ein Cerveza und Brot dazu. Richtig lecker. Also das war so gut, ich kann das nur empfehlen und ja, ein Spitzenpreis, so ein kleiner Mittagstisch dort. Nicht zu viel und nicht zu wenig, so kann man es wirklich gut aushalten. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen hier. Ich bin, wie man vielleicht gerade eben an meiner Kameraführung gemerkt hat, ich bin ein bisschen, ja, total geflasht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben gebt für dieses Video und für diesen tollen Ort. Dankeschön für die ganze
zahlreiche Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich aus Palma, aus dem Santa Catalina Viertel, vom Mercat Municipal de Santa Catalina. Sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Lass das hier noch kurz auslaufen. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus.